Seit Juli gibt es in der Europäischen Union die Covid-19-Pässe, die uns das Reisen erleichtern sollen. Voraussetzung ist die vollständige Impfung, von der Krankheit genesen zu sein oder ein negativer PCR-Test. So versuchte die EU, der Bevölkerung die Sommerferien zu retten, Reiseverkehr zu ermöglichen und den Tourismus nach den Einschränkungen durch die Pandemie anzukurbeln. Wir alle sind im vergangenen halben Jahr wahrscheinlich mehr gereist als im Jahr 2020. Aber wird das auch im nächsten Jahr gehen? Als die USA ihre Grenzen nach fast 20 Monaten wieder öffneten, kamen Familien und Freunde endlich wieder zusammen. Das seit Anfang 2020 verhängte Einreiseverbot galt für Nicht-US-Bürger, die aus 33 Ländern, auch der EU, einreisen wollten. Es war wie eine Strafe. Wir haben so viel verpasst. Die Geburt einer Enkelin und meine anderen Enkel konnte ich auch nicht sehen. Und meine Söhne habe ich vermisst. Es ist mehr als 1,5 Jahre her, dass wir sie besuchen konnten. Und leider gab es auch Todesfälle in der Familie. Für uns ist es eine Freude, sie wieder besuchen zu können. Als Anfang 2020 die Impfprogramme gegen Covid-19 begannen, kam Hoffnung auf, dass wir schnell zur Normalität zurückkehren würden. Reisen waren wieder möglich, die Grenzen wurden wieder geöffnet und die Wirtschaft begann sich zu erholen. Der wirtschaftliche Aufschwung war beeindruckend. Menschen und Unternehmen konnten es kaum erwarten, den Albtraum der Pandemie zu vergessen und zur Normalität zurückzukehren. Dann kam die Delta-Variante, die dazu zwang, die Grenzkontrollen wieder zu verschärfen. Dann Omikron. Die rasante Ausbreitung der nächsten Variante führte zu weiteren Beschränkungen und Reiseverboten, was auch die Wirtschaft schnell merkte. Österreich war das erste westeuropäische Land, das wieder zum Mittel des harten Lockdowns griff. Wir haben eine Woche geöffnet gehabt, dann war 3 Wochen Lockdown. Es ist natürlich ein großer Umsatzverlust und wir hoffen, dass wir doch ganz gut über die Runden kommen. Der österreichische Lockdown wurde zwar inzwischen beendet, Beschränkungen aber bleiben bestehen. In Anbetracht der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Einschränkungen drohen, auch harte.